Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Rick Nadine, ihr schaut Weber Games for You. Und weiter geht's in der Liga. Ba, 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 ba. Gegen die Morgenröte. Huiuiui. Gucken wir mal, wie sieht's hier auf der Bank aus? Huber angeschlagen, Palmer immer noch ein bisschen. Ich würde aber sagen, den müssen wir auf jeden Fall spielen lassen, weil sonst gibt's hier Ärger. Wir müssen das Beste auf den Platz bringen, was wir haben. Sonst haben wir nämlich nicht gleich verloren. So, dann gehen wir auch gleich gegen den Platz 5 in die Schlacht. Taktik stellen wir natürlich ein. Ja, wichtige Gegenspieler natürlich. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht so den krassen Megastürmer haben. Sieht bisher ganz okay aus. Auf den passen wir mal auf den hier unten. Und dann geht's ab zum Anstoß. Sagen, wir gewinnen. Die meisten mit 44% sagen, das wird ein Unentschieden. Und immerhin noch 28%, das gleiche wie für uns, sind für die Morgenröte. Na? Pfeiffer. Ich hoffe, dass durch eine höhere Platzierung wir es auch irgendwie schaffen können. Oh nein! Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Egal, das kriegen wir hin. Dass wir durch eine höhere Platzierung es irgendwie schaffen können, noch mehr Budget rauszuholen, wäre natürlich ideal. Rosa, Leroy, Walter, Leroy. Schöne Hereingabe. Gomez mit dem Kopf aber drüber. 5 Minuten sind gespielt. Diese Morgenröte, ey. Nein, was soll das denn? Wieder der Depp und er macht's einfach im 1 gegen 1. Was ist hier los? Weiterkämpfen ist gut, wenn hier einfach auseinandergenommen. Leroy, nicht gut. Carré schon wieder. Huber, was machst du, Huber? Ah, Floyd. Das gibt's doch nicht. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf, ey. 11 Minuten und schon 2 Tore. Hoffentlich geht das nicht weiter so im 5-Minuten-Takt. Leroy schnell genug zu Gomez. Gomez gibt vor. Palmer, Ausgleich. Nee, abseits. Fuck it. Wels. Walter. Palmer. Leroy. Foul direkt an der Außenlinie. Palmer führt aus, gibt den schöner rein. Keiner kommt ran. Wels hat den Ball. Oh, oh, oh. War aber ein toller Schuss. Beziehungsweise eine tolle Hereingabe. Walter, gut gemacht. Hält einmal drauf. Leroy geht zurück, schnappt sich den Ball, wird aber gefoult, fällt aufs Gesicht. Palmer. Gibt ihn herein. Carré, Tom, Petridis. Oh, Kinnas. Tom, Pfeiffer. Ihr müsst doch nach vorne spielen, genau so. Oh, schon wieder abseits. Wir zeigen zumindest, dass wir da sind. Gallo auf Leroy. Leroy gibt zu Gomez. Gomez kommt nicht ran. Schande. Delmas schon wieder. Ulrich mit dem Kopf. Holt sich den Ball wieder. Wird gefoult. Kein Pfiff. Floyd. Überzahl in unserem Strafraum. Ach, da konnte Meier nichts machen. Was soll er da auch tun? Wir werden hier einfach zerpflückt. Ganz klar. Das heißt jetzt hier Kellerduell. Diese Saison können wir abschreiben, im Grunde genommen. Da brauchen wir uns überhaupt gar nichts einbilden, was heißt hier international oder dergleichen. Sowieso, der Zug ist ja abgefahren. Verbuchen wir die Saison mal als Katastrophe. Aber was soll's, solange wir die Liga halten, bin ich zufrieden. Rosa, och, Aluminium. Ulrich. Floyd, Kotov, Gallo, Leroy. Ach, knapp vorbei. 38 Minuten gespielt. Wird zur Halbzeit schon wechseln.
Und zwar, ich werde auch schlechte Spieler einwechseln, die wir sonst nicht einwechseln. Das nächste Tor, Pfeiffer hier. Wir wechseln noch den Platz, wenn das so weitergeht. 16. Das haben wir jetzt schon gewechselt. Die anderen haben nämlich ein Tor geschossen. Besseres Torverhältnis. Ärgerlich das Ganze. Aber was soll's. Flores, durchgegeben zu Walter. Palma. Rosa. Ulrich. Wels hat den Ball. Wird hier nochmal gefoult. Zum Glück keine Karte. Das wäre ja noch schöner gewesen. Gut von Ulrich. Floyd. Carré. Nicht so schön. Aber was soll's. 5-0, ey. Sind ja noch genug Spiele übrig. So ist es ja nicht. So, wir nehmen Palmer raus. Dann nehmen wir Vincent rein. Dann tun wir Winter rausnehmen. Für Leroy. Und für Flores geben wir dann gleich nochmal ein Vinci mit rein und dann haben wir halt alles, ne? Passt. Werden wir jetzt abgeschossen. Soll halt so sein, dann ist es so. Was soll ich machen? Kann ich nichts dran ändern? Vielleicht bringen die auch wirklich frischen Wind mit rein. Wenigstens nochmal ein Tor oder so ballern, das wäre schon nicht schlecht. Gomez ist ja auch noch da. Der sollte eigentlich nach meiner Meinung da schon ein bisschen was bringen, aber naja. Wenn er halt nicht immer schießt, ne? Kommt aber auch, was die Kopfbälle angeht, einfach nicht so gut ran irgendwie. Das ist so ein Schwachpunkt von ihm. Ulrich auf Mola oder Mota. Huber hat den Ball aber schon wieder. Sehr gut. Gallo, Walter, Rosa. Eigentlich gut reingebracht. Wäre dann nicht die Verteidigung gewesen. Huber. Leon, Winter, Gomez. Ach, der war Alibi-Schuss. Alibi-Schuss, mehr war es nicht. Brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Robinson, Carrasco, Van Vliet wird da eingewechselt. 57. Minute ist gespielt. Wechseln oder so können wir eh nicht mehr, von daher brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Rosa. Zu Gomez. Gomez holt sich den Ball, schießt einmal, kommt beim zweiten Mal nicht wieder an den Ball. Carrasco alleine Richtung Tor schießt. Meier wehrt ab. Ich meine, Meier, der muss halt auch noch mal ein bisschen mehr Erfahrung bekommen irgendwo und auch ein bisschen weiter trainiert werden, denke ich, damit es halt ein richtig, richtig guter Torhüter wird. Aber das kommt alles noch. Okay, so, ach, knapp darunter weggesprungen. Egal, passt. Ich mache mir jetzt nicht so die Gedanken. Ich meine, wir haben hier immer noch den Relegationsplatz trotz allem. Relegation gewinnen wir, denke ich. Wenn wir absteigen, dann flippe ich aus. Dann ist hier Schicht im Schacht, sozusagen. So, Vincent. Der geht nach außen. Winter, Gomez, wenigstens mal ein. Ach komm, nicht mal ein Ehrentreffer hier. Wobei man bei 6 zu 1 da nicht mal von sprechen könnte, nach meiner Meinung. Ulrich holt sich den Ball. Sehr schön. Gib nochmal nach Gomez. Gomez zu Walter. Walter alleine vorm Tor. Schießt einmal. Kein zweites Mal. Tromp wird gefoult. 72. Minute. Nicht mehr viel. Winter hält drauf. Leon. Ach, Kinders. Muss denn sowas sein? Viertelstunde noch. Dann haben wir das Desaster hinter uns. Vincent. Gibt hoch, Rosa. Ai, Petridis. Morgen kommen übrigens die Folgen alle ein bisschen später, erst gegen Nachmittag, weil ich muss morgen schon arbeiten. Deshalb nicht wundern. So, Wels. Wunderbär. Wunderbar, Ulrich. Ei. Pfeiffer, Carrasco, Rosa, Carré, ei, Mann, was soll das? Aber jetzt, obwohl wir jetzt in der zweiten Halbzeit mit einer schlechteren Besetzung spielen, ne, haben wir weniger Tore reinbekommen, lustigerweise.
Wahrscheinlich, weil wir von Natur aus da nicht so weit nach vorne gehen, um da offensive Impulse zu setzen. Gomez alleine, gibt auf außen. Winter, was macht er? Gibt ihn herein, aber Wels fängt ihn einfach ab. 89. Minute, gleich ist das Spiel vorbei. Auch nur eine Minute Nachspielzeit hier an der Stelle. Er hält nochmal drauf, Meier wehrt ihn ab. Das Desaster ist im Kasten. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, ja, das ist peinlich gewesen, ich weiß. Die Wutbolzer haben sogar gewonnen. Das wird ja noch schlimmer. Aber das ist, die sind gar nicht so stark, das ist schon mal gut. Denke ich im Großen und Ganzen. Den nehmen wir hier mal. Den ollen Hansel. Genau, wupp. Na, klappt das? Ne, klappt leider nicht bis C. Flores können wir mal trainieren. Genau. Muss ja auch immer besser werden. Na, nicht ganz für B gereicht. Palmer mittlerweile auch am Abbauen. Ihn trainieren wir natürlich. Guten alten Leroy. Der braucht's. Komm, komm, komm. Ach, knapp vor S. Knapp vor S hier. So, machen wir jetzt. Machen wir den Smith. Den müssen wir auf jeden Fall mit trainieren. So, hat er auch nochmal schickes Training abbekommen. Würde ich sagen, dann frühstücken wir die hier im Verbandscup ab. Denke, das sollte recht einfach werden. Ein bisschen was für die Seele. Nach dem Desaster im letzten Spiel. Die erste Runde hoffe ich, dass wir die auf jeden Fall schaffen. Mal gucken, was die Prozente und die Fans damit sagen. So, 66% sagen, wir gewinnen. 11% immerhin behaupten, es wird ein Unentschieden. Und noch 23% halten die Wolkenstimme für tatsächlich fähig. Ich bezweifle das an dieser Stelle. Wie sieht's da aus? Das sieht ganz normal aus. Wir gucken uns hier mal die Verteilung auf dem Spielfeld an, die Laufwege und dergleichen. Ulrich schön auf Rosa, Rosa auf Walter, Walter gibt auf außen zu Leroy. Leroy zu Gomez, der kommt zum Kopfball und trifft das Aluminium. Ulrich hinterher auf der Linie, hallo, was ist hier los, faul? Wir haben den Torhüter verletzt. Ach du Scheiße, und zwar kein Tor. Nee, oder? Das ist ja noch nie passiert. Ich sag's doch, über 100 Folgen gemacht und es passiert immer wieder was Neues. Harter Kampf ums Tor. Das kann jetzt ein Vorteil für uns sein, dass er halt gar nicht so gut ist, der Torhüter. Es wäre schön, aber auch irgendwo wiederum nicht, weil ein bisschen schlechte Stimmung gibt es schon, finde ich. Torhüter umtreten. So, Gomez, Walter, auf außen zu Leroy, der wurde hier vom Ball getrennt. Wir sind insgesamt eher die offensivere Part hier in der Partie. Aber so war das ja auch gewollt. Palmer, Walter. Gallo. Walter, Leroy. Rosa wird da gefault, Walter kommt noch, ach, Usatopf hat den Ball, sei ihm gegönnt. Grant, Palmer, Rosa, Rosa auf den Gomez, Gomez auf Walter. Walter gibt herein, Huber mit dem Kopf, knapp daneben, alle wollen sie mal ans Tor. Keiner trifft bisher, Dawson, Navarro, Leroy, Gomez. Abseits leider. Also warum auch immer. Wir kommen aber nicht wirklich zum Abschluss. Das ist ein Problem, was ich sehe. Schön herausgespielt, dominant. Meiste Zeit in der gegnerischen Hälfte. Aber kein richtiger Abschluss, den wir da produzieren. Seit diesem Katastrophenspiel in den ersten Minuten, sage ich jetzt mal, wo wir den Torhüter auf dem Gewissen haben. Was passiert jetzt? Weiter mit dem Kopf und da ist auch schon das Tor. Wunder, Walter muss es richten. 1:0 in Führung im Verbandscup. Das ist doch schön. Runde 1 damit. Schon mal, ich sag mal, halb sicher. Dürfen wir nicht vergessen, wie ist denn der da rumgeschlängelt? Wurde gefault. Dürfen nicht vergessen, dass hier ist ja eine Liga 4 Mannschaft, gegen die wir hier antreten.
Maurer, Walter, Rosa, Gomez, Leroy. Na, was soll das denn? Flores, Walter. Gomez alleine vorm Tor. Knapp vorbei. Mein Problem, das ich im Moment ein bisschen habe, ist, ich habe ein bisschen Angst vor dem Ausgang der Saison. Nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Ich gehe davon aus, dass einige meiner Spieler wirklich auch eine Gehaltserhöhung bekommen werden. Aber unser Budget gleichzeitig nicht steigt und wir dadurch die Mannschaft verschlechtern müssen. Leroy, gib den rein. Tor. 2-0. Ich denke, die Sache ist so gut wie sicher bei diesen Verhältnissen hier auf dem Platz. Können wir davon ausgehen, dass wir gewinnen. 40. Minute bricht gleich an. Ich würde sagen, dann lassen wir die Leute hier mal warm laufen und setzen die dann in der Halbzeit auch gleich an. Dann können wir nämlich da locker flockig die Jungs hier sich beweisen lassen. Wir führen schon 2-0, da muss die A-Mannschaft nicht mehr auf Platz bleiben. Ulrich mit dem Abseits macht aber überhaupt nichts. Wir sind ja vorne dran. Huber. Ulrich. Gibt hoch. Gomez. Nochmal. Abseits. Schade. Zuspiel auf engstem Raum, dann doch zum Abseits geführt. Weiter. So, Halbzeit. Dann können wir jetzt die großen Wechsel vornehmen. Vincent. Nee. Jetzt habe ich doch den Wechsel nicht vorgenommen, ey. Bin so ein Vogel, ey. So, Vincent, der kommt rein. Dann kommen wir Venstra mal für einen guten alten Huber rein. Und für den Leroy geben wir Smith. Und sagen, okay, das sind die Wechsel, die wir haben wollen. Zweite Halbzeit geht so los. Haben sogar Anstoß. Gucken, was die Fans sagen zu den Einwechslungen. Smith, Leroy, Rosa, Gomez, Walter, Vincent, Venstra, Vincent ist nochmal dran. Rosa auf Smith. Der hält mal drauf, das war eigentlich ganz gut gemacht. Mut bewiesen, Smith holt sich den Ball wieder, hält wieder drauf, holt einen Einwurf raus. Kann die ganze Sache so ein bisschen beruhigen und das Spiel kann neu aufgebaut werden. Venstra gibt ihn hoch rein, Richtung Walter, Walter mit dem Kopfball. Nächstes Tor, Doppelpack für Walter in diesem Spiel. Wunderbär, wundertoll, Wunderwalter sozusagen. Venstra mit der Vorlage hat er schön gemacht. Schon ein ganz guter Spieler, da kann man nicht meckern. So, gut, Meier, auch du ordentlich gespielt. Bin mal gespannt, was für ein Los wir dann in der zweiten Runde treffen. Abseits leider. Ob es da dann das Hammer losgibt und wir Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen. Oder vielleicht auch mal eine schlechtere Mannschaft bekommen. Weil ich habe das Gefühl, je weiter wir im Pokal kommen, desto eher haben wir auch Chancen, da einen positiven Effekt rauszuziehen. Leider ein Abseits wieder. 57 Minuten sind gespielt. Weil Selbstbewusstsein und hast du nicht gesehen. So, Bob, Walter. Rosa. Was macht er? Er hält drauf. Wieder mal Aluminium. Und der Wunder Walter muss den Hattrick machen. Bam, bam. Beziehungsweise doch der Hattrick. Genau. Viertes Tor insgesamt und drittes durch den Wunder weiter. Vincent auf Smith. Smith gibt ihn hoch zu Rosa. Rosa kommt nochmal ran. Gibt ihn zurück Richtung Smith. Smith kommt nicht ran. Schade. Einwurf für die Gegner. 62 Minuten ist gespielt. Johnson. Gomez. Auf Walter. Ach, Schande. Okay, Walter. Gomez. Walter hält drauf. Flores, Johnson. Ach, Kinder, ist jetzt der Grant. Meier, gut gemacht. Ulrich wird da gefault. Glück, dass der denn reingeht. 70. Minute ist angebrochen. Und wir haben noch 20 Minuten zu spielen demnach. Flores, gut gemacht. Gibt durch. Vincent am Ball, hält drauf.
Smith, wieder Vincent. Gomez kommt heran, kommt ran und macht das nächste Tor. Gomez mit einem erlösenden Tor. Ewig hat er keins mehr geschossen. Jetzt, wo es nicht mehr zählt, macht er sein erstes. Gut, 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 gut. Walter ist da gut dabei. Gomez auf Rosa. Rosa kommt nicht ganz ran. Grant. Ich finde das immer krass, dass diese Verbandscup-Geschichte immer so gegen Ende der Saison erst losgeht. Walter. Ach, das gibt einen Abstoß. Mensch, Mensch, Mensch. Noch 10 Minuten. Walter, Gomez, Rosa, Walter, knapp vorbei. Gibt das Ecke? Ja, das gibt eine Ecke. Gomez wird ausführen. Schöne Reingabe. Keiner kann sie verwandeln. Rosa gibt nochmal rein. Gomez mit dem Kopf. Knapp vorbei und auch abseits. 84. Minute. Oh, Menens. Venstra, hoher Ball, Walter hat den knapp gehabt, Vincent gibt nochmal nach vorne, Usatov hat ihn aber, 15-0 immer noch, die Sache ist eh im Kasten, da brauchen wir uns jetzt gar keine Sorgen mehr machen. Smith auf Walter, Walter nochmal auf Flores, Flores geht runter, Smith ist aber nicht schnell genug, Foster eine Minute Nachspielzeit, ich denke, vielleicht kriegen wir noch einen Schuss raus, aber eher nicht, das wird wahrscheinlich gleich einen Abpfiff geben, da ist der Abpfiff. Oh Mann, Mann, Mann. Sieg. Gucken, wie es in der nächsten Zusammenstellung geht. Wir spielen gegen die Dauerbrenner. Toll. Okay, All-Star-Team. Keiner von uns. Oh, scheiße. Keiner ist im All-Star-Team. Toll. Müssen mindestens unentschieden spielen. Und dann können wir den direkten Abstieg verhindern. Meine Fresse, was die hier schon wieder so erzählen, als wären wir hier total im Eimer. Kommt es mir vor. So, hier, wupp. Bisschen was geskillt, das passt, denke ich. Sieht es denn hier aus? Leroy ist angeschlagen. Machen wir mal beim Smithen-Training. Der kann es auf jeden Fall brauchen. So, dann speichern wir aber an der Stelle mal. Ich bedanke mich natürlich für immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.